Die Prinzessin auf der Erbse von Hans Christian Andersen. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber überall war da etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug. Aber ob es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausbringen. Immer war etwas, was nicht ganz in Ordnung war. Da kam er wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch gern eine wirkliche Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Wetter auf. Es blitzte und donnerte, der Regen stürzte herunter. Es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor. Und der alte König ging hin, aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die da draußen vor dem Tor stand. Aber wie sah sie vom Regen und dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und den Kleidern herunter und lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und aus den Hacken wieder raus. Und sie sagte, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei. Ja, was werden wir schon erfahren, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts. Ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdaunbetten oben auf die Matratzen. Da sollte nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie denn geschlafen habe. »Oh, schrecklich schlecht«, sagte die Prinzessin. »Ich habe meine Augen fast die ganze Nacht nicht geschlossen. Gott weiß, was da im Bette gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, sodass ich ganz braun und blau über meinen ganzen Körper bin. Ganz schrecklich.« Nun sahen sie wohl, dass es eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch die 20 Matratzen und die 20 Eiderdaunenbetten die Erbse verspürt hatte. So empfindlich konnte niemand sein, außer einer wirklichen Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wusste er, dass er eine wirkliche Prinzessin besitze. Und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn sie niemand genommen hat. Sie. Das ist eine wahre Geschichte.